Tapferi. Hallo. Heute ist der 25. August 2018. Genau, und es ist Mittag und wir sitzen gerade irgendwie am Bahnhof in Spiez, also an der Mikro am Bahnhof in Spiez. Ja, genau. Und haben da angefangen, nehmen wir mal gerade wie, weil nachher müssen wir Abstiege zum Festivalplan. Yay! Du bist sehr süß, wie du mal hörst. Sie ist schon sehr süß. Und wir sind dick angelegt, weil es ist nicht gerade warm. Also heute Morgen bin ich noch im See gewesen, baden. Es ist eine Tapferi. Es ist irgendwie, was ist, wie viel Grad ist im 20. See? 20 im Grad. 20 im See und 16 von Russen oder so. Und es ist nicht kalt gewesen. Und jetzt habe ich lange Hosen an, den Pullover und eine Jacke. Und es ist kalt. Aber geil, es ist nicht warm. Yep. Aber es hat schon mega viele Leute und wir haben uns auf dem Camping schon mit ein paar unterhalten. Die sind gestern schon dort gewesen und haben es eigentlich recht gut gefunden. Außer, dass man eben ab und wieder dann nachher aufsteigen muss. Ja. Mhm. Und ich schwätze nicht etwa von 100 Höhenmeter oder so. Süß, oder wie viel ist gell? Das? Ja, ist wenn nicht, wenn überhaupt. Ja, 50 Höhenmeter. Ja, wenn überhaupt. Auf jeden Fall freuen wir uns und um 14 Uhr kommt dann der Philipp Fankhauser mit ein bisschen tolle Bluesmusik. Genau. Auf jeden Fall melden wir uns vom Festivalgelände wieder. Bis später. Also wir befinden uns kurz vorm Eingang, 3D mal ein bisschen. Dahinter jetzt ganz viel Mien, ganz viele Menschen. Da hinten auch. Da hinten überall. Jetzt hat er Regenhosen an. Siehst, chillt am Boden, ganz gemütlich, oder? Ja, da können wir ja auch. Wir haben ja auch Regenhosen, oder? Und sie dann auch. Bye.
Baby. Sie ist schon sehr süß, weißt du? Yeah. Musicians here. Michael Gegan from New Jersey. On the bass, David J. Carpenter from California. And also from California on the drums, Brian Head. All right, well listen. Two things. I know that most of you probably don't live in speech, in Spietz. Is it called Spietz? It is. Well, who lives here? That wasn't many of you. Okay, so most of you have come a long way. So I want to thank you personally for having driven and traveled all this way to come to this festival. The other thing I want to say is, it takes a dreamer to put on something like this, someone who's really willing to work very hard. And I know this is the second year, and I really hope it stays, keeps going for the next 10 or 20, because I think it's a fantastic venue, a fantastic... Thank you.
ist hell. Es ist sehr, sehr hell. Aber es ist schön. Ja. Guten Tag oder guten Morgen oder guten Mittag oder was auch immer es meint. Also es ist 11 Uhr, heute ist Sonntag, der 26. August. Und heute haben wir das Wetter, das wir hätte gestern können buchen können. Heute scheint die Sonne. Wir sitzen am See, genießen die schöne Aussicht auf den See mit der Sonne. Wir haben schon unser Zeug zusammengepackt, weil unsere Nachbarn sind ein bisschen laut gewesen. Zeltnachbarn. Es war so lustig heute Morgen. Gestern hat es auf einmal angefangen, mächtig zu regnen. Es war schwierig zu föteln oder zu filmen, weil irgendwie die ganze Technik nicht so mitgespielt hat. Auf jeden Fall haben wir unsere Mikropsychiatriehemden angeleitet und die haben uns schön trocken gehalten. Das Festival gestern war mega toll. Was hat dir am besten gefallen? Uriah Heep, auf jeden Fall ein absoluter Tipp, wenn man mal eine Oldie-Band live erleben will. Und natürlich der Roger Hutchins. Ist auch noch toll gewesen. Da haben wir mal getanzt und mitgesungen. Wo wir dann nach Hause gefahren sind, so kurz vor Mitternacht mit dem Bus. Jetzt dann aufgehört Regner. Und unser Zelt ist auch trocken geblieben von innen, gell? Ich habe mega gut geschlafen, bis die eben wieder mega laut geworden sind. Und langsam ist es leider auch wieder Zeit zum Aufbrechen. Es geht dann gleich wieder nach Hause. Aber wir haben hier eine ganz tolle Zeit gehabt. Ja, entweder sehen wir uns von unterwegs nochmal. Und ansonsten wünschen wir euch eine ganz gute Zeit und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.